Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille, die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur«. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. »Da. Sie schläft.« »Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt.« »Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen.« »Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch?« »Ja, ich kann mich erinnern.« »Du bist einfach paranoid.« Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig.« »Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen.« »Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja.« Damit herzlich willkommen zum Let's Play Resident Evil 8. »Nichts. Ich bring sie ins Bett.« »Ich gehe ja schon.« So, wir gucken uns hier aber nochmal eben um. Was haben wir da? Hat eine Ewigkeit gedauert, diese Tücher zu finden. Okay, haben wir die Küche. Oh, nichts drin. Schade. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Ja. War schon eine gruselige Geschichte. Für so ein kleines Baby. Oh, nee, das ist das Bad. Hier wollen wir nicht hin. Deine Mama und ich lieben dieses Lied. Und sie mag es auch. Pass da, meine Kleine.
Ah, hier ist das Bett. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Die Sachen, die Rose morgen anziehen soll. Was haben wir hier? Arbeitszimmer. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sachen von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem geschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass sie diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich mir sicher, wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Untersuchung, Sehvermögen, Berührempfindungen, Reflexe, keine Auffälligkeit. Kind ist bei guter Gesundheit. Okay. Kein Grund zur Sorge. Lieblingsspielzeug, was haben wir da? Überlebende an der Waffe, Handhabung, schwer Geschütze. Ich weiß, was ich gesehen habe. Achso, da haben wir auch noch ein Zimmer. Da gucken wir auch noch mal eben fix rein. Wir müssen hier gründlich sauber machen, bevor Rose anfängt zu laufen. Die Architektur osteuropäischer Burgen und Wehrtürme aus historischer Sicht von George Trevor. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalvey geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dalvey, Louisiana im Jahr 2017 wurden am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack B., 57, und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia Winter sollen sich zur Zeit des Unglücks 2 weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Ob sich überhaupt noch jemand daran erinnert? Stimmt. Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Oh. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Huh? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du... Ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia!
Gott! Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Los, Bewegung! Ist ja gut. Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Rose. Schaff den hier raus. Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey, denk positiv. Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield? Und Rose? Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Voran. Oh, fuck. Scheiße, was ist passiert? Hallo? Wow. Man stelle sich vor, man ist zu Hause, denkt an nichts Böses und da kommen irgendwelche Leute und schießen eure Frau nieder und entführen euer Kind. Das will man nicht erlebt haben. Missionsziele. Ziele eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters, Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C. Für weitere Untersuchungen. Mindestens 2 Offiziere als Begleitung während des Transports. Wow. Okay, wir hatten ja einen Unfall. Scheinbar mit keinen Überlebenden. Hallo? Ist da jemand? Wir sind
sind auf jeden Fall Spuren. Gehe ich jetzt mal lang. Hallo? Zutritt verboten. Okay. Aua. Blut. Noch mehr Blut. Oh. Überall tote Raben. Boah, Alter. Wow. Junge, Junge. Hallo. Ist da jemand? Hallo. Jemand zu Hause? Könnten uns ja mal die Hände waschen, aber läuft kein Wasser mehr. Schade. Hallo. Alter. Nix drinne. Jetzt nach unten. Natürlich in den Keller. Ich würde so sterben hier. Das ist einfach nur eine Drecksratte, das gibt's doch nicht. Mein Herz. Alter Verwalter.
passiert? Hier war doch gerade irgendwas drin. Das gibt's doch nicht. Wo zum Teufel bin ich? Hallo, ist hier jemand? Vielleicht sind sie unterwegs. Hä? Wo kommt das Pferd her? Und tschüss. Schnell weg hier. Hallo? Ist da jemand? Irgendwas fehlt. Hallo. Okay, ist nix. Lässt sich nicht öffnen. Wo kommt denn diese Musik her? Was hat das hier zu verloren? Wurde das Pferd gerade weggezogen, ne? Es lag doch gerade hier noch. Wir gehen mal nach da hinten. An den Traktor vorbei. Was ist das denn? Hausbesitzer vermisst, bis auf weiteres kein Zutritt. Okay. Oh. Hallo? Ist da jemand? Scheinbar keiner zu Hause. Macht mal die Tür zu hier. Okay, sehr gut. Sieht zerbrechlich aus.
Oh, Messer. Sehr nice. Endlich ein Messer. Damit kriegen wir das auch kaputt. Direkt nochmal erste Hilfe. Oder Arznei. Keiner da? Sind sie einfach weggelaufen? Das sieht so aus, ja. Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Wer? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Nehmen Sie die hier. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Eine Leiche? Mist! Noch mehr! Voll der Leichenkeller hier unten. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Oh mein Gott. Oh, meine Hand. Scheiße, was war das? Nein. Was ist das? Was zum Teufel? Da kommen wir nicht weiter. Chemikalien. Oh, Kraut. Sehr nice. Noch ein bisschen mehr zu holen. Hier scheinbar nicht. Hallo? Ah. Bolzenschneider, sehr gut. Damit kriegen wir die Kette draußen auf.
Hallo? Mami. Von der anderen Seite verschlossen. Da liegt doch ein Toter, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Passiert. Oh, nice.